So, in diesem Video zeige ich euch, wie man dieses Cape näht. Ihr braucht dazu folgende Materialien, die ihr auch auf meinem Davandashop findet. Also ein Schnitt, den könnt ihr auch extra runterladen. Dann braucht ihr Flislin, eine Nähseide, zwei Knöpfe und einen Wollstoff. Und wie man das alles zusammennäht, zeige ich euch jetzt hier. So, zuallererst bügelt ihr den Stoff gut auf, legt ihn Webkante an Webkante in den Bug, das heißt die schönen Seiten sind innen. Ich kontrolliere meistens, ob das so passen kann. Dann legen wir den Schnitt auf. Bitte beachtet dabei den Fadenlauf, der beim Schnitt eingezeichnet ist. Das ist dieser Pfeil. Der soll immer parallel zur Webkante gehen. Das heißt, die Webkante ist die, die direkt vor euch liegt, genau gegenüber vom Bug. Und der Pfeil soll genau parallel dazu gehen. So, jetzt stecken wir alles fest. Dieses Teil hier liegt so schräg, weil auch der Fadenlauf schräg eingezeichnet ist. Kontrollieren könnt ihr immer, dass das Teil richtig liegt, indem man einfach von den Webkanten zum Fadenlauf misst. So, und jetzt beginnen wir die Nahtzugaben anzuzeichnen. Ich habe diese am Schnitt schon draufgeschrieben, ob 1 cm, 0 cm, 2 cm zum Beispiel. Ihr braucht nur das Geodreieck so zum Schnitt zu halten, dass ihr zum Beispiel genau mit 1 cm Abstand einen Strich macht. Dort werden wir dann schneiden. Und das wiederholt ihr bei jedem einzelnen Schnittteil. Bevor wir beginnen, jetzt drauf loszuschneiden, schauen wir, dass es sich wohl nach unten hin ausgeht. Falls es sich bei euch nicht ausgeht, bitte einfach ein bisschen mehr Stoff sparen und alles nach oben rutschen. Denn mit 1,70 m sollte es sich wirklich ganz leicht ausgehen. So, wir positionieren die letzten Schnittteile. Und gleiches Prozedere wie vorhin, alles auflegen, feststecken und die Nahtzugaben einzeichnen. Wenn ihr das Kragenteil feststeckt, schaut bitte, dass es genau im rechten Winkel liegt. Falls es das nicht ist, werdet ihr das dann merken beim Ausschneiden. So, einfach feststecken und das Gleiche kommt dann darunter nochmal hin, das heißt ein bisschen Platz lassen und den Halsbesatz einfach ein bisschen weiter unten feststecken.
Und jetzt schneiden wir das alles aus. So, jetzt schneiden wir das Flislin zu. Flislin ist einfach eine Fixiereinlage, die zum Aufbügeln ist. Wir brauchen diese Fixiereinlage für die Besätze und für den Kragen. Wir lassen die Schnittteile gleich direkt auf den Wollstoff und diese Teile legen wir gleich direkt auf das Flislin und schneiden das Flislin gleich groß zu, wie das Stoffteil ist. So, wenn wir das jetzt gemacht haben, legen wir jeweils ein Flislin-Teil auf ein Wollstoffteil. Das Flislin, wenn ihr es so angreift, hat eine Klebeseite. Diese Klebeseite soll auf die nicht schöne Seite des Wollstoffes kleben. Das heißt, ich lege immer alles so vor mich hin, dass die schöne Seite des Wollstoffes nach unten liegt und lege das Flislin drauf auf die linke Stoffseite. Und so wird das jetzt aufgebügelt. Ihr stellt das Bügeleisen auf gute mittlere Hitze, probiert ein Probefleckel, wenn ihr euch nicht sicher seid, und das Flislin wird mindestens 8 Sekunden mit viel Druck, ihr seht, ich lehne mich richtig aufs Bügeleisen, mit viel Druck aufgebügelt. Das heißt, wenn ihr am Anfang, wenn es noch nicht fixiert ist, dann solltet ihr beim Aufbügeln nicht verrutschen. Und auch noch ganz wichtig, wenn ihr euren Bügelladen nicht versauen wollt, dann schneidet das Flislin einfach einen halben Zentimeter kleiner zu als das Wollteil. So, jetzt kommen wir zum interessanteren Teil, zum Nähen. Wir nähen zuallererst das Rückenteil und die seitlichen Rückenteile aufeinander. Das heißt, wir nehmen jetzt einmal den Schnitt runter. Und legen die seitlichen Rückenteile rechts aufs Rückenteil. Dafür lege ich mir meine Teile immer mit der schönen Seite nach oben hin und klappe links und rechts die Seitenteile nach innen und stecke die Teilungsnähte einmal fest. Und dann nähen wir mit 2 cm Nahtzugabe hier und hier einmal runter. Aber wir stecken auch gleich die vorderen Teilungsnähte. Dieser Teil wird offen gelassen, das heißt, hier kommen die Hände raus. Dieser Teil wird nicht zugenäht, deswegen mache ich mir immer solche Knips an diesen Markierungen, die im Schnitt eingezeichnet sind. So, wir legen diese Teile wieder mit der schönen Seite nach oben vor uns hin. Und legen das seitliche Vorderteil, also das äußere, auf das mittlere Vorderteil, rechts auf rechts, das heißt schön auf schöne Seite, und stecken die Teilungsnähte wieder fest. Genau bei diesen Durchgriffen stecke ich 2 Nadeln, dort wo wir die Knips gemacht haben. Die Knips sollten genau aufeinandertreffen und die 2 Nadeln deswegen, damit ich nachher nicht übersehe, wo ich die Knips gemacht habe. Da oben ist es ein bisschen schwieriger zu stecken,
weil so eine starke Rundung drinnen ist. Hier oben, so, genau wo ich die Nadel halte, wird genäht und hier sollten beide Oberkanten aufeinandertreffen. Ich zeige euch später, was ich meine. Aber jetzt stecken wir diese Rundung fertig. Ich teile mir diese immer ganz schön ein. Einfach mehrere Nadeln stecken. Und das gleiche wiederholen wir auch auf der anderen Seite, schöne auf schöne Seite. Alles wieder feststecken, die Knipse beachten, die treffen wieder übereinander. Ich stecke mir wieder zwei Nadeln. Ganz oben stecke ich mir wieder eine Nadel, damit ich mir diese starke Rundung wieder leicht einteilen kann. So, wir nähen jetzt alle Teilungsnähte mit 2 cm Nahtzugabe und hier vernähen wir ganz gut. So, jetzt zeige ich euch nochmal genau, wie das aussehen soll. Genau 2 cm weiter drinnen sollen die Stoffe aufeinandertreffen. Genau hier kreuzen sich die Nahtzugaben. So, so soll das jetzt alles aussehen. Wir bügeln nachher die Nahtzugaben auseinander, aber zuerst schließen wir die Seitennähte. Das heißt, wir legen einmal das Rückenteil vor uns hin und die schöne Seite nach oben und die Vorderteile rechts auf rechts auf das Rückenteil. Und jetzt schließen wir mit Nadeln die Seitennähte, die wir nachher mit 2 cm Nahtzugabe wieder zusammennähen. Auch hier haben wir wieder dieses Nahtzugabenproblem. Genau hier sollen sie sich kreuzen, wo wir anfangen zu nähen, also genau 2 cm weiter drinnen. So, und wenn wir das alles festgesteckt haben, nähen wir wieder mit 2 cm Nahtzugabe. Als nächstes nähen wir den Halsbesatz an der rückwärtigen Mitte mit 2 cm Nahtzugabe zusammen. Schöne Seiten sind innen. Wenn wir das jetzt gemacht haben, legen wir diesen Halsbesatz schöne Seite vor uns hin. Dann die Besätze auch mit der schönen Seite nach oben. So soll das dann aussehen und wir klappen den Halsbesatz rechts auf die Besätze und stecken diese fest. Aufgrund der Nahtzugaben entstehen solche Eckern. Es scheint dann so, als würden die Teile nicht aufeinander passen, aber wir nähen ja mit 2 cm Nahtzugabe. Und die Naht soll genau in diese Ecken, also dort, wo sie aufeinandertreffen, soll die Naht genau verlaufen. So, wenn wir das jetzt geschafft haben, bügeln wir im Cape alle Nahtzugaben auseinander und versäubern diese gleich.
Als nächstes schneiden wir beim Besatz diese Eckeln weg, bügeln die Nahtzugaben auseinander und versäubern diese gleich. Und als nächsten Schritt versäubern wir diese lange runde Kante rundherum in einem durch. So, und als nächstes machen wir gleich den Kragen. Wir legen die Kragenteile rechts auf rechts, also schöne Seiteninnern, und nähen genau mit einem Zentimeter Nahtzugabe diese Rundung oben herum. Ich zeichne mir das beim Kragen immer an, einfach aus diesem Grund, dass das echt schön wird, also dass links und rechts der Kragen danach wirklich gleich hoch ist und dass es wirklich gleichmäßig wird. Und dafür stecke ich mir ein paar Nadeln quer zur Naht, einfach damit nichts verrutscht. So, wenn ihr das jetzt so genäht habt, schneiden wir die Nahtzugabe bis auf 5 bis 7 mm zurück. Und zusätzlich schneide ich mir eine Nahtzugabe noch ein Stückchen zurück. Und zusätzlich müssen wir die Rundung etwas einknipsen. Einfach solche kleinen Dreiecke reinschneiden. Das hat den Sinn, dass jetzt die Nahtzugabe einen längeren Umfang hat, als danach, wenn wir den Kragen wieder nach innen wenden, muss die Nahtzugabe außen auch in dem kleineren Umfang drin Platz haben. War das jetzt verständlich? Keine Ahnung. Probiert das einfach aus, wenn ihr es nicht einschneidet, und danach schneidet es ein, und dann werdet ihr den Unterschied sehen. So, der Kragen wird jetzt gewendet und schön gebügelt. So, wenn wir das jetzt schön gebügelt haben, nähen wir den Kragen auf unser Cape. Dafür legen wir das Cape mit der schönen Seite zu uns, nach oben. Wir zwicken das Cape an der Mitte ein, klappen den rechts auf das Cape und stecken ihn mit Nadeln fest. Der Kragen endet genau an der vorderen Teilungsnaht. Und so nähen wir den Kragen füßchenbreit fest. So, und jetzt nähen wir den Besatz aufs Cape. Dafür legen wir den Besatz rechts auf rechts wieder aufs Cape. Einfach die Ausschnittkante an die Ausschnittkante. Das stecken wir jetzt alles fest. Auch beim Halsteil stecken wir den Besatz fest. Der Kragen liegt jetzt innen, also zwischen Cape und Besatz liegt der Kragen. Und auch auf der anderen Seite Ausschnittkante an Ausschnittkante. Und auch das stecken wir fest.
So, und jetzt nähen wir rundherum mit 1 cm Nahtzugabe. So, wenn wir das gemacht haben, schneiden wir auch hier wie beim Kragen die Nahtzugaben bis auf 5 bis 7 mm zurück. Zusätzlich schneiden wir vorne an der Ausschnittkante die Ecken weg. Und auch unbedingt den Halsausschnitt einknipsen. So, und als nächstes wird der Besatz einfach gewendet, die Ecken einfach gut herausarbeiten und schön bügeln. So, und wenn wir das jetzt schön gebügelt haben, machen wir den Saum. Dafür legen wir den vorderen Besatz wieder zurück und nähen da unten mit 1,5 cm Nahtzugabe eine Naht. So wie hier, klappen wir den Besatz wieder zurück und nähen auch hier mit 1,5 cm Nahtzugabe. Zusätzlich versäubern wir untenrum gleich den kompletten Saum, wenden dann den Besatz wieder nach innen, bügeln den Saum 1,5 cm nach oben und steppen ihn mit 1 cm ab. So, wir kommen zu den Knopflöchern. Diese markieren wir am rechten Vorderteil, am linken Vorderteil kommen die Knöpfe. Dazu messen wir einfach, wie im Schnitt bezeichnet, alles ab. Ich stecke mir immer so ein Fadenkreuz mit Nadeln. Hier zeige ich euch einmal, wie ich immer die Knopflöcher nähe. Ich habe so ein schlaues Knopflochfussel. Das positioniere ich einfach in meinem Fadenkreuz und dann kann es eigentlich schon losgehen, denn das Knopfloch wird eigentlich automatisch genäht. So, und jetzt muss das Knopfloch nur mal aufgeschnitten werden. Ich benutze dazu so eine kleine Zwickschere und schneide bis zu dem einen Ende und zum anderen. Für die Position der Knöpfe mache ich auch solche Fadenkreuze. Und dann werden die Knöpfe einfach angenäht. Ich weiß nicht, muss ich so viel dazu erklären, aber ich vernähe einfach die ersten Stiche und fädle den Knopf ein und vernähe das mindestens 10 bis 15 Mal, damit es auch richtig gut haltet. Wieder vernähen, Knoten, fertig.
So, wenn ihr das jetzt habt, fehlt jetzt eigentlich nur mehr der lose Besatz. Der flattert jetzt noch ein bisschen herum und wird einfach an den Nahtzugaben des Capes ein bisschen angenäht. Das heißt, ich nehme einfach wieder Faden und Nadel und nähe den Besatz an den Nahtzugaben des Capes so fest. So, und das wiederhole ich jetzt bei allen Nahtzugaben. So, der letzte Schritt ist, diese Armdurchgriffe ringsherum füßchenbreit abzusteppen. So, das war's auch schon. Ich hoffe, ich habe alles ganz gut erklärt und ihr könnt das nachnähen. Ich wünsche euch viel Spaß mit eurem neuen Cape. Tschüss!